Mein Name ist Jonas Richter, ich bin 22 Jahre alt, spiele Basketball und studiere an der TU Chemnitz Wirtschaftsingenieurwesen. Die Vorteile eines Leistungssportlers an der TU ist, dass man einen persönlichen Mentor zur Seite gestellt bekommt, der halt sich bei Problemen an der Uni mit den entsprechenden Personen auseinandersetzt oder sein Wissen weitergibt, unterstützt da, wo man kann und versucht, die Zeitpläne zu koordinieren. Die Betreuung von Leistungssportlern und Sportlerinnen an der TU Chemnitz erfolgt in etwa in dieser Weise, dass also der Erstkontakt der meistens über die Vereine bzw. die Sportler selbst erfolgt oder aber auch über die duale Karriereplanung der Olympiastützpunkte in Chemnitz und Dresden. Und die Athleten werden dann zu einem ersten Beratungsgespräch eingeladen und werden dort über die vielfältigen Möglichkeiten unseres Programmes informiert. Diese können auch über die Homepage der TU Chemnitz eingesehen werden und das wird auch seitens unserer Sportler eigentlich sehr gut angenommen. Mein typischer Tagesablauf unter der Woche ist, dass ich quasi jeden Tag morgens Training habe. Das ist entweder Wurftraining, Individualtraining, Krafttraining, was auch immer. Dann habe ich einen Zwischenzeitraum, in dem ich meistens in die Uni gehe und Veranstaltungen besuche oder am Campus unterwegs bin. Und abends dann wieder die zweite Trainingseinheit, was dann meistens Teamtraining ist. Also ich denke, mein Tagesablauf ist sehr unterschiedlich zu dem eines normalen Studenten. Gerade dieses ganze Studentenleben, was halt diese Partys, Homepartys oder generell auch einfach abends abhängen, treffen angeht, fällt so ein bisschen unter den Tisch. Ich versuche mir für meine Familie und Freunde halt trotzdem irgendwie Zeit zu nehmen, gerade was dann die Wochenenden angeht. Da haben wir meistens dann einen Tag frei nach dem Spiel. Und ja, ich denke, wenn man, die wissen alle, dass ich viel Sport mache, viel beschäftigt bin und stellen sich da auch dementsprechend drauf ein und nehmen sich Zeit für mich. Also meine Priorität dieses Jahr ist definitiv der Basketball, weil ich persönlich gerade ein sehr gutes Jahr habe, wir vielleicht in die erste Liga aufsteigen. Ja, direkt danach kommt natürlich die Uni. Definitiv würde ich anderen Sportlern auch empfehlen, zu studieren nebenbei. Das, denke ich, sieht man ganz gut, dass das klappt. Ich bekomme mein Studium jetzt nicht 100% in der Regelstudienzeit hin, aber ich denke, ich bekomme alles ganz gut unter einem Hut. Und bestes Beispiel ist auch der Leon Hoppe in unserem Nachwuchs, der den gleichen Weg jetzt geht wie ich. Und ich denke, da gehe ich mit einem guten Beispiel voran. Meine sportlichen Ziele dieses Jahr sind auf jeden Fall der Aufstieg in die erste Liga, vielleicht die Berufung in die Nationalmannschaft im Sommer und in der Uni so viele Prüfungen, wie es geht, zu bestehen und ja, da auf jeden Fall auch den nächsten Schritt in Richtung Bachelor zu machen.